klarer Triumph für die Wasserfreunde im Spitzenspiel. Mit 10:6 schlägt der Hauptstadtklub den deutschen Meister Waspo Hannover. Wir haben halt weniger Tore zugelassen und mehr Tore geschossen. Somit gewinnt man so ein Spiel. Die Voraussetzungen für dieses Gigantenduell sind gut. Erster gegen Zweiter. Der deutsche Meister gegen den Supercup-Sieger. Von der ersten Minute an geht das Team von Peter Kovacevic in Schwarz voll drauf und versucht den Gästen aus Niedersachsen keine Möglichkeit zu bieten, ihr Spiel in Ruhe aufzuziehen. So fällt auch nach 2 Minuten der Führungstreffer des Gastgebers, als Marco Stamm den Ball erfolgreich verwandeln kann. Denn die Fundamente für den deutschen Meister aus Hannover sind in dieser Woche jedoch alles andere als ideal. Erst die EM-Qualifikation, die die DSV-Auswahl auf dem 2. Platz beendete und somit das Ticket für die EM löste, dann die 7:14-Niederlage in der Champions League gegen CN Marseille und anschließend das Stadtderby in der Liga gegen die White Sharks. Berlins Kapitän Maurice Jüngling und Marco Stamm nutzen diese Schwachstellen der Wassersportfreunde geradezu aus und erhöhen bis zur Halbzeit auf 5:2. Es war ganz klar der Konzentration geschuldet. Wir sind durch die vielen Trainings einfach sehr belastet. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Spandauer haben das heute sehr stark gemacht. Auch nach dem Seitenwechsel übernehmen die Wasserfreunde das Kommando und ziehen wie bereits bei ihrem Champions-League-Erfolg gegen Steaua Bukarest mit Treffern durch Marin Restovic und Mateo Tschuk davon. Spandau hat 2 Minuten später wieder eine Antwort parat. Zoran Bosic hat freie Bahn und netzt mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel zum 8:2 ein. Lediglich im Schlussviertel lässt bei den Berlinern die Konzentration und Energie nach. Es finden kaum noch Bälle ihren Weg in das gegnerische Tor und die Defensive zeigt große Lücken. Dies führt zu sich häufender Wasserverweise auf beiden Seiten und Torabfolge für die Gäste. Trotzdem behält der Hauptstadtklub seine weiße Weste und triumphiert im Prestigeduell gegen Waspo Hannover mit 10:6. Mit 3 Treffern ist Marco Stamm bester Mann im Gastgeberteam. Champions League-Sieg, der auch relativ hoch war, hat uns sehr viel Motivation gebracht, auch für die nächsten Spiele. Und wir hatten uns auch vorgenommen, alle nächsten Spiele zu gewinnen. Somit ist das jetzt nur wieder ein Haken im Buch. Für das Team von Trainer Peter Kovacevic ist es ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Tabellenführung. Denn mit dieser herausragenden Leistung machen die Wasserfreunde einen großen Schritt in Richtung Platz 1 vor den Playoffs. Jedoch bleiben den Spandauern nur wenige Stunden zum kurzzeitigen Auftauchen und Atmen. Bereits um 16 Uhr treffen sie in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg auf den SSV Esslingen.